Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Last Whisper. Jedes Mal, wenn man sich reinlädt, steht man auf dem Bett und hat den Kopf in der Decke. Ich weiß nicht, also wenn ich sowas plan, dass das hier die Decke ist, dann würde ich das ein bisschen anders gestalten, sodass man nicht unbedingt mit dem Kopf in der Decke steckt, aber ist in Ordnung. So, ich habe jetzt mal noch nichts gemacht, also da wollte ich euch jetzt mitnehmen. Mir ist dann auch eingefallen, dass wir im Grunde, ich glaube hier war das an der Werkbank, genau, wir können uns ja Pistolenmunition herstellen. Und ich glaube, den können wir nicht herstellen, weil uns da dieses Metall fehlt, um die Rohre herzustellen. Aber wir können auf jeden Fall Pistolenmunition herstellen. Insofern würde ich sagen, wir haben ja noch sehr viel Gewehrmunition. Wir haben auch noch ein paar Shotgun-Shells. Was bist denn du? Tafel Schokolade? Süßer Schokoladenriegel, 6 Gesundheit, 5 Hunger, 5 Durst. Ich weiß nicht, Hunger und Durst habe ich. Wir können das nochmal essen hier. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich davon Durst bekomme, aber ist okay. Eigentlich total egal. Wir essen jetzt halt mal hier. 82. Beim Essen. Ach, ess einfach mal weiter. So, dann sind wir wieder komplett voll. Schauen wir mal, was können wir denn davon dekorieren? Wir haben hier unsere einfache Metallaxt, Spitzhacke, Fackel, Bandagen. Wir haben hier ein paar Nägel drin, die könnten wir eigentlich gleich mal hier reintun. Pistolenmunition haben wir 3. Und wir tun mal das Fett raus, die Fasern. Schießpulver bräuchten wir auf jeden Fall, dann nehme ich das auch mal noch raus. Wasserflasche raus damit, mit Teil. Ich weiß jetzt nicht, was wir brauchen für die Munition, aber ich würde sagen, dass wir uns die Pistolenmunition jetzt mal selber herstellen. Weil dann können wir uns nämlich vorne die Pistole kaufen, weil die kostet ja, glaube ich, nur 500 oder sowas. Und dann hätten wir zumindest 50 Schuss. 53 Schuss hätten wir dann. Das wäre zumindest etwas, ne? Halt, warte mal, schau mal, was du, wie du Schießpulver herstellst. Schwefel und Fasern. Wir können ja mal gucken, ob wir Schwefel haben. Da haben wir doch, glaube ich, bei den Steinen was eingesammelt. Schwefel und Fasern. Dann könnten wir uns vielleicht sogar noch Schießpulver machen und dann eben nochmal Pistolenmunition. Weil die Pistole, die macht ja wesentlich mehr Schaden. Können wir zumindest zweimal herstellen, ne? Ach so, aber ich habe kein Metall mehr. Das ist immer schade, wenn man nicht automatisch auf die Kisten zugreift. Das finde ich immer ganz gut bei Spielen, wenn man dann automatisch in die Kisten greift. Warte mal, wir haben doch noch Shotgun. Machen wir doch noch ein paar Shotgun. Naja, obwohl, warte mal, die Shotgun, die macht ja nur 5 Schaden, ne? Eigentlich sind die total für einen Locus. Wir machen noch mehr Pistolenmunition. Und dann holen wir uns vorne die Pistole. So schaut's aus. So, das heißt, wir lassen die Shotgun-Shells da. Das da tue ich jetzt mal hier ein bisschen sortieren. Ich weiß nicht, ob es eine Sortieren-Taste gibt, aber ist ja auch egal. Knochenbrecher, genau, Schrotflinte raus, also Munition meine ich. So, Schwefelfasern, Metall, die Pistolenmunition tue ich da unten hin. Dann hätten wir zumindest hier für die M4, die können wir ja verwenden, und dann tun wir da noch die Pistole mit her. So, das können wir verkaufen. Verwendung als Deko-Gegenstand verkaufen wir. Wir verkaufen eigentlich alles, weil... Nee, auch verkaufen. Handwerks... Was? Tomatensaatgut. Ah, Tomatensaatgut. Das können wir dann gleich nochmal probieren. Moment, das muss ich wahrscheinlich auf eine von den Tasten legen. Dann tue ich das jetzt mal auf die 7. Aha. Zerstöre Tomaten. Warum soll man die zerstören wollen? Naja, gut. Wir verkaufen jedenfalls die Sachen. Ich weiß nicht, ob man das gießen muss oder sowas. Ist mir ja auch
relativ egal jetzt gerade im Moment. Ich möchte im Grunde mit euch jetzt noch einmal rausgehen und mal schauen, ob wir den einen, wo ist er denn da, ob wir den einen Boss-Zombie irgendwie erwischen. So, das haben wir alles. Wecker verkaufen, Trainingspuppe verkaufen, Toilettenpapier bringt 15, das bringt 10, der Bömbel bringt auch 10, die Vase, Skateboard. So, und dann haben wir eigentlich nur noch Munition einstecken und dann kaufen wir uns die Glock. Die hat 20 Schaden, eine Stufe X, keine Ahnung, die kaufen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich hoffe, dass ich die verwenden kann. Jetzt sag bloß, die Munition passt da nicht drauf. Jetzt ernsthaft. Ich dachte, die Pistolenmunition passt. Was ist denn das da? Handwerkliches Material. Hätte ich dann die kaufen müssen? Das ist ja blöd. Schon wieder etwas, was mich total nervt. Weil ich meine, das steht doch hier bei der Glock. Diese kleine Pistole ist ideal für den schnellen Kampf und gewährleistet Geschwindigkeit ohne Einbußen bei der Feuerkraft in brenzligen Situationen. Fügt dem Ziel 20 Schaden zu. Oben steht das Identische. Also oben steht genau das Gleiche. Und jetzt halt passt die Pistolenmunition nicht. Okay. So ein Mist. Ehrlich war. Da hätte ich das doch nie hergestellt, wenn ich gewusst hätte, dass die Pistolenmunition nicht für die Pistole passt. Oh Mann. So, ich glaube, durch das, dass ich mich ja neu reingeladen habe, ist natürlich alles wieder hier voll mit allem möglichen Krimskrams. Weiß nicht, ob wir da auch mal Bandagen, was ist das da? Eine Angelrute. Nützlich zum Angeln in Seen. Das wäre jetzt halt noch das Einzige, was ich vielleicht sagen würde. Ja, könnte man mal mitnehmen. Also wenn ich jetzt den einen Boss nicht sehe, dann ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Wir schauen jetzt halt uns einfach mal um. So, wenn ich dich jetzt so weghau, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also alleine das Ding ist jetzt auf jeden Fall schon mal gut. Rohes Menschenfleisch, Igitt. Schießpulver, Mikrochips. So, hier bin ich. Komm hier zum Weg. Dass ich dann deinen Loot auch sehe. ...28 Microchips. Chips mag ich. Ja, die bewegen sich noch. Ich wollte es jetzt unbedingt mal testen. Weil ich finde es etwas bescheuert, dass wenn ich auf Pause gehe, also auf das Escape-Menü, weil ich sag, mir ist jetzt gerade dieses Gedudel zu laut. Weil ich sag ja, die Musik, die stellt sich immer zurück auf 100. Man muss es dann nochmal neu einstellen. Ja, finde ich wirklich etwas schade, dass die das nicht... ich hoffe mal, dass das noch kommt. Also ich hoffe wirklich mal, dass da noch nachgearbeitet wird. Du du du, barabarabuba. Was soll das sein? Okay, wir sind eigentlich in der Zone, wo dieses Ausrufezeichen ist. Das könnte jetzt was mit diesem Bunker hier zu tun haben.
Das ist schön, dass man über ein Stacheldraht drüber klettern kann, ohne sich zu verletzen. Was haben wir denn hier? Bin ich jetzt erschrocken. Na. Also in dem Moment, wo ich sterbe hier und dann hier meine Sachen verliere, in dem Moment bin ich raus aus dem Spiel und das egal, ob ich dann jetzt ja 10 Minuten hier aufgenommen habe oder 15 oder eine halbe Stunde, das ist mir total egal. Dann bin ich raus. Was denn jetzt? Runner. Der Runner ist es. Microchips. Ich weiß halt auch nicht, woher die kommen, ne? Da vorne waren ganz viele jetzt gerade. Aber du musst ja wirklich alles im Auge behalten hier. Ich weiß bloß nicht, wo ich diesen Boss finden soll. Ich hätte jetzt gedacht, von der Karte her, dass wir da in der Ecke sind, wo dann der Boss ist, also mit diesem Ausrufezeichen. So, wo war der denn? Da war doch gerade noch mal einer. Also Runner sind sie alle, ne? Oh. Menschenknochen. Schön für einen Eintopf, ne? Aber meine Heilung geht halt schon jetzt drauf. Kommt man da eigentlich hoch? Kann ich da auch hochgehen? Nee, das funktioniert nicht. Da könnte man ja sagen, ne, ich kletter mal auf ein Dach, dass ich mal ganz kurz sicher stehe. Ah ja, da geht's. Da ist aber dann halt die Frage, ob die auch mit hochkommen, ne? So, schau mal, ob du hier irgendwas herstellen kannst. Bandagen brauchst du Stoffe dazu. So, Bandage, zweimal zumindest, ne? Bitte hier wieder auf die 8. Dankeschön. Ich denke, dass ich hier noch ein bisschen was einsammeln muss an Fasern. Weil ich glaube, ganz ohne Stöcke lasse ich liegen, das ist mir egal. So ganz ohne. Schutz sollte ich hier nicht unterwegs sein. Gibt es hier noch irgendwo? Warte mal, warum hast denn du die nicht eingesammelt jetzt? Aber ich sehe schon, also das Schwert, das verliert auch Haltbarkeit. Da haben wir noch ein bisschen. Einfach, dass ich ja irgendwas habe zum Essen auch, ne? Ist klar, wegen den Bären. Da haben wir noch einen Helden. Warte mal, du kannst mal was essen. Weil das heilt ja auch. So, komm du mal her. Die anderen haben jetzt nicht so viel Loot gehabt, ne? Mikrochips, Nägel, Fett. Oh, was ist denn das da vorne für eine Pestbeule? Könnte es sein, dass das. Okay. Ah, da kommen. Okay.
Oh nee. Nein. Ja, dachte ich mir. Okay, also das ist mir ein bisschen zu heftig dann. Warte darauf, dass ein anderer Spieler dich wiederbelebt. Oder drücke X, um aufzugeben. Kann ich auf die Map mal gehen? Nee, ne? Ach, und die schweben jetzt da rum. Ja, und wie ich schon gesagt habe, jetzt in dem Moment, wo ich ja zurückgehe zum, zum Posten, stehe ich in Unterhosen da. Auch wenn das natürlich recht nett ausschaut. Aber muss ja nicht sein. Also da nochmal hingehen, um die Ausrüstung zu holen. Nee, danke. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall auf eure Reaktionen auf das Spiel. Also wenn euch das Spaß macht, euren Loot immer wieder zu verlieren. Okay, ja gut, da war ich dann wahrscheinlich selber schuld, oder? Ach nee, hier bin ich gestorben. Kann das sein? Ja, ich bin hier gestorben, ne? Also im Level 1 bis 10. Also wenn euch das Spaß macht, schreibt es mir gerne rein in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber für mich war es das jetzt eigentlich mit dem Spiel. Also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Außer die ändern da natürlich was. Dann durchaus. Grafisch finde ich persönlich ganz gut. Ich weiß nicht, was da für Meinungen sind. Von wegen, die Grafik ist total schlecht. Setzt euch hin, macht's besser. Also ich finde es sehr gut, die Grafik. Ja, ist eben meine Meinung, ne? Das ist klar. Tomaten, Ernte, cool. Also das finde ich nicht schlecht. Mit den Samen und so weiter, dass man dann da wieder anzüchten kann. Und was macht die Tomate? 5-mal. 5 Gesundheit, 5 Hunger, 5 Durst. Cool. Also so an sich, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut, auch grafisch sehr gut, aber das Einzige, was eben für mich der Killer ist, das ist das mit der Tasche. Aber gut, ich lasse mich mal drauf, also lass mich mal überraschen auf eure Reaktionen, sagen wir mal das so. Okay Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.